Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Feature-Fokus von Jurassic World Evolution 2. Dieser wurde gestern im Forum von Frontier veröffentlicht und der Originallink dazu ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Und es geht diesmal um die Jurassic Touren, das heißt diese fahrbaren Gäste-Attraktionen, sowas wie zum Beispiel die Gyrosphäre. Darüber bekommen wir in diesem Artikel, der gar nicht so lang ist, einige neue Informationen, was wir so für neue Baumöglichkeiten haben, und diese möchte ich in diesem Video einmal kurz für euch zusammenfassen. Die Rede in diesem Artikel ist tatsächlich nur von den Gyrosphären und von den Jurassic Touren. Da steht jetzt nichts drin von dieser Jurassic Park Tour mit den Ford Explorern, also dazu gibt es noch keine Infos. Aber es kann natürlich sein, dass wir die dann später auch in JWE 2 haben werden. Aber in dem Artikel wurde leider diesbezüglich nichts bestätigt. Die Einschienenbahn bzw. Monorail werden wir natürlich auch wieder im Spiel haben. Allerdings stehen in dem Artikel auch keinerlei Informationen über diese. Aber ich gehe davon aus, dass die wieder genauso oder ähnlich wie in Jurassic World Evolution 1 funktionieren wird. Aber jetzt kommen wir mal zu den Gyrosphären und Jurassic Touren. Ihr seid sicherlich schon gespannt, was es alles so an neuen Funktionen geben wird. Und ich kann schon mal sagen, es wird coole neue Funktionen geben. Es wird dann halt wieder so sein, dass man eine Jurassic Tour bauen kann, also diese Station. Und von dieser Station kann man dann wieder eine Strecke wegführen, zum Beispiel einmal im Kreis und dann wieder zur Station zurück. Und diese Strecke fahren dann die Tourfahrzeuge ab, bis sie wieder am Ziel ankommen und die Gäste ein- und aussteigen können. Es wird dann auch wieder so sein, dass man diese Strecke durch Zäune bauen kann. Und wenn man das macht, entsteht automatisch ein Tor, wo die Tour dann durchfährt. Was allerdings sehr praktisch und neu ist, ist, dass wenn man erst zum Beispiel die Strecke baut und dann den Zaun, dann trotzdem ein Tor entsteht. Also vorher war es ja so, man musste immer erst den Zaun ziehen und dann die Tour hindurchführen, damit dieses Tor entsteht. Und jetzt kann man es auch genau andersrum machen. Also man kann auch erst diese Jurassic-Tour-Strecke festlegen und dann im Nachhinein den Zaun ziehen und dann entsteht auch ganz automatisch ein Tor. Das Ganze funktioniert in Jurassic World Evolution 2 endlich auch mit Wegen. Das heißt, man kann diese Tourstrecke endlich durch Wege hindurchführen und dann entsteht automatisch so eine Wegkreuzung. Da wird es dann auch so sein, dass man entweder erst den Weg hat und dann die Tour hindurchführt oder erst die Tourstrecke und den Weg dorthin durchführt. Das funktioniert auch beides. Außerdem kann man jetzt endlich mehrere Tourstationen miteinander verbinden. Das heißt, man könnte zum Beispiel in dem einen Parkbereich eine Tourstation bauen, wo die Besucher dann einsteigen. Dann durchfahren die eine Strecke, fahren in einen anderen Parkbereich und dort steht dann die nächste Tourstation und dort können dann die Besucher wieder aussteigen, neue Besucher einsteigen, wieder zurückfahren. Das heißt, man kann diese Jurassic-Touren dann auch endlich als Transportmöglichkeit für verschiedene Parkbereiche und sowas benutzen. Das war ja bis jetzt immer nur möglich mit der Einschienenbahn, weil dort die Funktion halt schon vorhanden war. Aber man kann natürlich auch noch ohne Probleme das Ganze im Kreis führen und einfach nur mit einer Station bauen. Also da hat man wirklich jetzt freie Bahn. Man könnte auch zum Beispiel 10 Zwischenstationen bauen, wo die Besucher ein- und aussteigen können und dann so eine riesige Tour durch den gesamten Park bauen. Und was für mich ein absolutes Highlight ist, man kann diese Jurassic Tour Strecke sogar in das Aviarium hineinführen, also in diese große Vogelvoyere, diesen großen Vogelkäfig. Dort kann man die Strecke hineinführen, dann entsteht auch automatisch ein Tor, dann kann man da drin ein bisschen rumfahren und die Strecke wieder rausführen und zurück zur Station zum Beispiel. Das heißt, die Besucher können dann während der Jurassic Tour auch die Flugsaurier aus nächster Nähe beobachten und betrachten. Dabei ist es dann so, dass es da keine festen Ein- und Ausgangspunkte für diese Strecke gibt, sondern man kann wirklich selber bestimmen, an welcher Stelle die Tour reinfährt und an welcher Stelle die Tour rausfährt. Und das kann man auch mit mehreren Touren machen. Das heißt, man könnte sogar mehrere Touren in ein Aviarium hineinführen, dann dort drin herumfahren lassen und dann wieder rausführen. Also da hat man wirklich freie Hand. Und jetzt, wo wir so viel über den Bau dieser Touren erfahren haben, kommen wir auch noch zu ein paar anderen Fakten. Denn es wird auch wieder diese Guides geben, die den Besuchern, die an dieser Tour teilnehmen, dann ein paar Informationen über Mikrofon geben, über Ansagen, zum Beispiel über die Umgebung des Parks, über die Dinosaurier oder in welches Gehege man gerade reinfährt. Außerdem wird es sogenannte Fotopoints geben, wo dann die Besucher fotografiert werden
Da kann man dann auch einen Blitz sehen, wenn man in der richtigen Sekunde dorthin schaut. Ist dann ähnlich wie in einem Freizeitpark, wenn man eine Achterbahn fährt. Da kennt ihr es ja sicherlich auch, wenn dann diese Souvenirfotos geschossen werden. Es ist allerdings so, dass man die Fotos im Spiel leider dann nicht angucken kann. Das wäre eigentlich noch ganz witzig gewesen. Die Jurassic Touren können von Dinosauriern auch wieder angegriffen werden und beschädigt oder sogar zerstört werden. Falls diese zerstört werden, muss man dann ein Ranger-Team dorthin schicken, um das Ganze zu reparieren und neu zu starten. Und ja, das waren jetzt erstmal kurz und knapp zusammengefasst alle Infos, die ich in diesem Artikel finden konnte. In den Kommentaren war tatsächlich noch eine interessante Sache, die nicht im Spiel vorhanden sein wird, erwähnt. Denn es wird wohl leider so sein, dass wir keine Zwischenstopps auf der Strecke haben werden. Das wäre noch ganz schön gewesen, also dass die Autos mal in einem bestimmten Gehege oder an einem bestimmten Ort für eine Minute anhalten, die Besucher sich in Ruhe umgucken können und dass sie dann erst weiterfahren, also solche Zwischenstopps halt. Das wird leider nicht im Spiel vorhanden sein, so wie es aktuell aussieht. Wäre noch echt schön gewesen, weil manchmal geht es mir mit diesen Touren einfach ein bisschen zu schnell und gerade in so großen Gehegen wäre es dann schön, wenn man an bestimmten Punkten solche Stopppunkte halt einbauen könnte, damit die Besucher auch genug Zeit haben, alles gründlich zu beobachten. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Ich finde trotzdem, dass wir durch diesen Artikel tolle, interessante neue Informationen über Jurassic World Evolution 2 bekommen haben. Falls euch dieses Video gut informiert haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Der Originalartikel ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.